So, dann schauen wir mal, was die Mädels jetzt erleben bei diesem Safe House. Falls sie überhaupt hinkommen, beziehungsweise es noch steht oder nicht schon längst ihr guter Freund auf sie dort wartet oder dort war und es dort geplündert hat. Sieht mir, keine Ahnung, geplündert aus. Come on, look around. We gotta be in and out. Yeah. I got the door. Dann schauen wir mal, ob wir hier drinnen noch was Brauchbares finden. Oder ob schon alles geplündert ist. Hm, here we go. Aha, dahinter dürfte also ein Geheimfach sein mit was? Geld? Ausrüstung? Always nice to see an old friend. Ich hoffe, sie hat das Passwort dafür. Oh. Oder so. Great. A flashlight. Maybe if we go camping. It's a black light. It's the one Felix used to check our first counterfeit bills. Oh. It looked familiar. It's hard to believe that asshole would be sentimental enough to keep this in his safe. Not unless he meant for us to find it. Was? Wollte, dass wir das finden? Eine selbstgemachte Granate? Die nehmen wir mal mit. Und natürlich das Schwarzlicht. Ja, jetzt können wir nach verdächtigen Flecken suchen. Was haben wir denn da alles Schönes im Inventar? Hey, sie hat den Stiefel aufbehalten. Wie geil. Was haben wir denn hier im Bücherregal? Okay, Science-Fiction-Bücher. Oh, wir können es jetzt damit untersuchen. Ah ja, stimmt, haben wir gesagt, dass er uns vielleicht wollte, dass wir es finden, um etwas anderes hier zu finden. Wahrscheinlich. Sascha, look at this. What the hell? It's ultraviolet paint. Das heißt, er hätte ja irgendwo im Raum etwas... I guess he wanted to keep all this a secret. Eventuell aufgeschrieben. Oh, he left this for us to find, so there's something he wanted us to see. Was? Eine Erklärung? Eine Entschuldigung? Eine Warnung? Wer weiß das schon? Gut, wir müssen jetzt hier rumgehen und herausfinden, wohin die Farbe gebracht wurde oder zumindest gestrichen wurde. Oh, hier. Hot. Das heißt, wir sind nahe an dem Versteck. Ah, I see it. Right there. Awesome. Okay, unter dem Stuhl hat er ein paar Bretter. Die hätte jemand, der den Raum einfach anständig durchsucht, hätte auch gefunden. Was jetzt nicht sonderlich perfekt versteckt, trotz der Sache mit dem Schwarzlicht. If you find another flashlight under there, I'm leaving. Da sollte schon was Besseres drin sein. Guess that's what we're searching for, huh? Guess so. Dann öffnen wir mal das nette Kästchen. Better double check the contents. Und haben wir drinnen was? Geld? Munition? Wow! Das ist ja jede Menge Money. Oh, hello, sexy. You're coming with me. Was haben wir denn noch Schönes drinnen? 500, sehr schön. Mehr Granaten. Man kann nie genug Granaten haben. Ein Echo-Gerät. Wahrscheinlich mit einer Nachricht von ihm drauf. It's an Echo-Com. Hören wir es uns mal an. Why is there? If you're seeing this, I suppose I'm either dead or worse. My plan worked. I'm sorry. Fiona, Sasha, there's so much I want to tell you, but the less you know, the better. Oh, give me a break. Halfway through the con, I realized we were messing with Valerie's people. I knew that, and I never revealed it to you two. Well,
If you're watching this, it won't be long before she's coming after you. Change your names. Change your appearance. Change your life. Wer zum Teufel ist Valerie? Do you know that name? Forget about the life you had, and forget about me. But know that I love you both, with all my heart. Also entweder ist sie noch angepisst oder sie weiß etwas. You know, it's okay to be mad, Sasha. Good, because I am. I'm not gonna listen to another second of his bullshit. I can't believe you let him live. To be fair, I did shoot him. I wish I had that chance. I wish you hadn't shot him. Really? I wanted to take him out myself. It was always about the money. The second a big score showed up, he betrayed us. We had it. We had it in our hands, Fiona. $10 million. Enough to get off this planet. Enough to buy a new life. First, we find this vault. Take all the riches it contains, then we'll get off this rock. I promise you, one of these days you'll be looking down on Pandora from space. Tja, da ist die kleine Sasha wohl ziemlich besessen davon wegzukommen. Aber ich kann es irgendwie verstehen. Ich würde auch nicht auf dem Drecksloch leben wollen, wo jeder jeden für ein paar Münzen oder ein paar Scheine verraten würde oder töten würde. Aber ich glaube, die Sache mit dem alten Mann und dieser Valerie wird noch relevant werden. Bald relevant werden. Sure. Was haben wir denn noch drinnen? Geschenkboxen. Das ist die für Fiona. What is it? It's some sort of an upgrade. Still only holds a single shot, but it looks like it adds an elemental effect to the bullet. Tja, it looks like a backup plan. Ha, interessant. Tja, die typische Sache mit dem Good thing this comes with another shot. Elemental used my last one on Felix. Schaden von Waffen, die es schon in den ganzen Borderlands-Spielen gibt. Mal schauen, was er für Sasha dabei hat. Oder geben wir es überhaupt? Öffnen wir es? Wenn sie nicht aufpasst? Nein. Wir sind eine gute Schwester. Und lassen sie das selbst öffnen. He left you something too. I don't want it. Ach, jetzt komm schon, sei nicht so. Come on, don't be like that. Don't tell me how to feel. I'll just hold on to it for you, in case you change your mind. I won't. So stubborn. You really gonna turn down a dead man's final gift to me? Wie ist denn das bitte? Cold-blooded. Oh, das sind die beiden Kopfgeldjäger oder die beiden Typen, die vorhin aufgetaucht sind. Mit der netten Anmerkung, dass sie uns töten wollen. Dankeschön, Spiel, dass du uns das verrätst. Wäre ich nie drauf gekommen. Sandwich. Why you got a pan going for a sandwich? I like an egg on it. Alright, that's valid. I like it when the yolk is ready. Nice hair. What's that supposed to mean? Das war ein Kompliment, Arschloch. Your hair is nice. I will shoot you in the face right now if you're talking shit. Whoa, Finch, calm down. Hey, wir haben dir ein Kompliment gemacht, Idiot. Oh, ist er da ein wenig sensibel, der Arme. Alright, he's good. So, und jetzt müssen wir was tun, um die Typen zu erledigen. Am besten die heiße Bratpfanne ins Gesicht werfen. Hey, jetzt hör doch auf zum Rumballern. Heard me going up. You see me looking at you. Make him shoot through that nice floor. And for what?
Ah, das war eine Ablenkung, dass Fiona was tun kann. Bounty Hunter and Pandora looking for you. And you're making a sandwich? Tie her up. Let's get out. Sandwiches sind lecker. Ooh, she's fast. Please, you embarrassing yourself. Come on. Fiona, shoot him. Do it. You're pointing that at a dude who has people shoot him in the chest for fun. I'm usually drunk. Sollten wir schießen? Wir haben Feuer, Korrosion und Schock. Wir können es jetzt aussuchen. Und wir schießen nicht und werden erschossen. Okay. Gut, das heißt, wir müssen an der Stelle schießen. Und ich denke, ich werde, wenn ich diese drei Effekte zur Auswahl habe, naja, wenn ich so an die eigentlichen Borderlands-Spiele denke, Korrosion war gut gegen Panzerung. Feuer war gut gegen Ziele ohne jegliche Rüstung und Schock war gut gegen Ziele mit einem Schild. Der Typ hat eine Brustpanzerung, so wie es ausschaut, also werde ich den Korrosionsschaden nehmen. Weil Schock ist, wäre, wenn er einen Schild hat, gut. Und ich sehe an ihm jetzt auf die Schnelle keinen Schild. Und ich denke, das Ding, das er da anhat, zählt als Panzerung. Also, Korrosion. Hat's gewirkt? Oh ja, real good. Look, you don't have to be a tough guy about it. It's cool. Und jetzt noch eine draufgeben. Hey, man. Tja, denk. Ich wusste doch, dass die Bratpfanne kommt. Das war so klar. Was hat denn den jetzt getroffen? Was war das? Wer zum Teufel? Essina! Oh! Moment mal, die ist doch im Pre-Sequel dabei. So, jetzt seid ihr wohl weggekommen, Mädels. Sonst könnte das schnell böse enden. Ja, das ist es. Athena, glaube ich, scheißegal. Ja, deswegen laufen wir auf. Ja, laufen war, glaube ich, eine gute Idee. Nein, wir hauen in die Bar ab, wir teilen uns auf. Sie kann nur einen von uns beide verfolgen. So können wir ein wenig, naja, Zeit gewinnen. Oh oh, jetzt wird, glaube ich, gleich gefährlich, weil es gespeichert wurde. Wir springen ins Fenster raus. Wir springen gemeinsam durchs Fenster raus, okay? Heads up! Hey Fiona! What are you doing up there? Sasha, look out! Wird langsam ein wenig kritisch, würde ich sagen. Momentan arbeitet anscheinend jeder der beiden für sich. Ja, weiter in Bewegung bleiben ist eine gute Idee. Nur nicht stehen bleiben, nur nicht runterschauen. Hey! Nicht nett! Muss das hängen zu lassen. Blöde Kopfgeldjägerin. Als ob wir was getan hätten. Hey, let's go! Jump on! Wo hat sie das Bike her? Oh, wir müssen zum Ziel nach. Oh yeah, that happened. It's my story. Shut up. Och, da ist wohl jemand eifersüchtig, dass die beiden so coole Aktionen liefern. Ja, sie muss immer in der Nähe sein. Warum sind sie nicht niedergefahren? Nein, wir bleiben stehen und sind nett zu der Kopfgeldjägerin, die hinter uns her ist.
Fiona the grenades. The ones that Felix made. Use them. Now. What if they... There's no time. I'll distract her. Gut, wir wissen nicht, was die Granaten machen. Das heißt, wir können nur hoffen, dass sie was Gutes für uns tun. Ah, es waren Blendgranaten. Sehr gut. So Leute, das war's dann auch schon leider mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr werdet bei der nächsten Episode auch wieder dabei sein. Ja, jetzt nur das allgemeine Abschiedsblabla. Bitte gebt mir Feedback, welcher Art auch immer. Würde mich freuen, wenn ich einen Daumen hoch bekomme oder einen netten Kommentar. Oder ihr könnt ja gleich den Kanal abonnieren, um keine zukünftige Folge mehr zu verpassen. Außerdem habe ich eigentlich fast alle anderen Telltale Games in dieser Art auf meinem Kanal. Schaut euch die doch mal an, die sind allesamt von der Qualität her auch sehr gut und vor allem sehr spannend. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch, bis wir uns das nächste Mal hören, alles Gute und macht's gut bis dahin.